Hey ho, bin immer noch drauf Obsidian suche. Bin jetzt mal in die andere Höhle gelaufen. Hier weiß ich aber definitiv, dass wir ein großes, großes, großes Lavafeld haben. Also, was heißt Feld? Ein See. Und da werde ich jetzt mal hinlaufen. Erstaunlicherweise scheine ich sogar den Weg noch zu kennen. Ihr seht schon, es geht weit nach unten. Dann hier noch lang. Schön, dass wir hier auch noch so viele Ressourcen haben. Da ist Lava. Vorsichtig jetzt allerdings wieder, ne? Denn mal eben checken. Wirklich sicher ist es hier nicht. Gold liegt da auch noch rum. Na toll. So. Wie schön. Ein großer See. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser. Ich habe einen Eimer dabei. Aber den müssen wir mit Wasser füllen. Jetzt ist natürlich so, dass wir dann ausgerechnet dann natürlich kein Wasser finden. Normalerweise ist hier alles voll mit Wasser. Ah, ich erinnere mich, hier war doch noch so ein riesen Höhlensystem. Ah, da hinten. Ach, was sehe ich denn? Haha. Da brauchen wir gar nicht Riesenaufwand betreiben. Denn hier haben wir schon ein wenig Obsidian zum Beispiel. Machen wir einfach mal so, dass ich das jetzt hier ein wenig sicherer gestalte. Können wir mal gucken, dass wir das vielleicht ein bisschen trocken legen. So. Ein bisschen Obsidian. Das ist schon mal gut. Und noch mehr. Hier auch noch. Handeln wir mal, was wir so kriegen können. Ich glaube, das war's. Okay. Das sind schon 10. Das ist ja super. Das ist ja super. Ja. Das ist dann immer eine schöne Aufgabe. Die teile ich euch jetzt, teile ich erstmal mit euch. Warum soll ich das immer alles alleine machen? Na, das habe ich euch oft genug in der Vergangenheit erspart. Diese langweiligen Momente. Ich sag mal, ich hole mir jetzt so ein Dutzend. Oder ich baue das hier alles ab. Dann haben wir ein bisschen Reserve. So. Was habe ich gelesen? Ich glaube, so ungefähr so 10 Sekunden dauert das. Und wenn ihr eine andere Hacke nehmt, dann dauert es ungefähr 50 Sekunden, aber ihr könnt natürlich das Obsidianstück nicht mitnehmen, weil ihr das mit dem falschen Werkzeug beim Abbauen zerstört. Daher ist es halt so wichtig, dass man erst eine Diamanthacke herstellt. Das finde ich allerdings cool. Wir sind doch jetzt so, ich sag mal, in Folge 26, glaube ich. Oder 27, weiß ich gar nicht mehr. Aber dafür schon Diamanthacke haben, das war in meiner ersten Staffel, glaube ich, nicht so. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, da habe ich doch wesentlich länger gebraucht, um an diese kostbaren Materialien zu kommen. Gleich noch abschließend so ein kleines Experiment. Hier vielleicht nochmal die Lava reinlaufen lassen in dieses Becken. Um dann noch ein bisschen Obsidian herzustellen. Müsste eigentlich funktionieren. Gefährlich hier unten. Da vorne, da schließt halt auch so ein, nochmal so eine Mine an. System. Die
So, das Stück hole ich mir auch noch. Da mache ich eine kurze Zählung. Ich glaube, wir haben 12 oder sowas. Wir brauchen nur 10 für ein Obsidian, für so ein Nether-Tor, Nethergate. 14 Stück reicht. Komm, reicht. Schaufel. Hacke weg. Gut, dann lassen wir das hier nochmal reinlaufen. Gucken, wie weit das läuft. Ja, das ist ja jetzt nicht so viel, ne? Das ist ja jetzt nicht so toll. Können wir dann hier was abzweigen? Ja. Und das dann da wieder einfüllen. Komm. Mach mal. Hau ich mir da nochmal ein Stückchen raus, so. Ja, das läuft wieder voll, ne? Ja. Ein bisschen krumm und schief, aber das macht jetzt nichts. Das soll uns nicht stören. Ja, wer weiß. Naja, ein paar Stücke Obsidian sind bei rausgekommen. Oder? Nee, doch. Nee, ja, doch, ne. Okay, auf jeden Fall. Ist erstmal gut so. Ist erstmal gut so. Lass uns mal lieber überlegen, wo ich denn jetzt das Nethergate hinbaue. Nicht hier unten, das ist zu weit weg. Ja, wo muss ich überhaupt hin? Da unten lang. Und dann da wieder, ist total weit weg, also das bringt natürlich nichts. Das Gold lasse ich da immer liegen. Ich glaube, hier bin ich falsch gelaufen. Ich muss weiter unten bleiben. Da muss ich wieder hoch. Ja. Da hüpfen wir hier hoch und oben, ja, das ist auch die ganze Höhle hier ist gar nicht so geeignet dafür. Müssen wir mal erst zur Farm zurück. Da kann man ja noch ein bisschen, da können wir uns ein bisschen überlegen, wo könnte das denn hin? Sollen wir das vielleicht sogar mitten draußen in der Natur irgendwo hinbauen? Nicht irgendwie immer so unterirdisch oder vielleicht in der Begrüßungshalle von unserer Höhle? Also, die wir direkt neben der Farm haben. Es scheint zu regnen. Aber hallo, jawohl, das ist am Regnen, wie. Und Nacht ist es auch. Ah, perfekt. Das ist ja wieder genauso, wie ich das nicht haben möchte. Ah, jetzt mit den Kostbarkeiten dann da zurück. Bett habe ich hier ja nicht, nee. Ja gut, Leute, dann heißt es jetzt mal, alle Mann festhalten. Mal einen Turbogang einlegen. Scheint alles okay zu sein. Hui. Tschack. Haha. Ein Wunder, dass ich mal ausnahmsweise nicht in der Tür hängen geblieben bin. Was mir ja sonst immer gerne passiert. Schlafen. Gut, jetzt bin ich natürlich noch überhaupt nicht schlauer. Ich bin überhaupt noch nicht schlauer. Von wegen, wo wir das Tor hinbauen sollen. Ich brauche da jetzt eine spontane Idee. Überhaupt muss ich ja auch noch mehr Sachen vorbereiten, falls ich ins Nether möchte. Jetzt brauche ich erstmal die Stelle für das Tor. Immer schön langsam. Ja. Das ist ja auch noch nicht erledigt. Ach Gott, jo, ich komme hier nicht. Aus irgendeinem Grunde komme ich hier nicht mehr raus. Schade eigentlich. Ist immer sehr schön da oben. Dann baue ich ja hier mal einfach eine Treppe hin. Jetzt mal überlegen.
Ja, hier, das Nether Gate. Das macht ja auch immer diesen blöden Lärm. Das macht ja immer so ein Geräusch. Hallo, Creeper. Oh, Scheiße. Ach, Mann. Nicht mehr getroffen. Aber halb so wild. Halb so wild. Ist alles kein Problem. Ein bisschen Action muss sein. Das würde ich sagen. Nethergate macht immer unheimlichen Lärm. Das ist auch so nervig. Genau wie Kühe. Ich habe vor vielen Jahrtausend Jahren habe ich mal einen. Oh, fehlt mir natürlich Zaun. Vor vielen tausend Jahren habe ich mal einen Workshop gemacht hier. So einen. Habe ich irgendwas erklärt. Ich glaube, die Schienen habe ich erklärt. Der waren die gerade neu und da habe ich einen Präsentationsraum für gebaut und der war dann genau unter einem Nethergate. Und dann haben sich die Leute alle beschwert. Das blöde Geräusch die ganze Zeit. Ich höre mal das Tor und nee. Und ich habe das extra gemacht, weil ich wusste, das gibt echt nur Ärger. Und was gibt es Schöneres als Rumtrollereien? Wie manche von euch ja sicher wissen. Zaun habe ich hier vorne. Brauche ich denn ein Stück, ne? Ich nehme mal zwei mit, sicherheitshalber. Können wir das hier mal so machen? Ja. Ja, zwei. Hab ich doch richtig gelegen mit meiner Schätzung. Ja? Gut geschätzt ist halb gewonnen. So. Überlegen wir mal. Also nicht so nah dran. Aber hier so vielleicht so leicht außerhalb. Was ist denn, wenn man das. Also hier ist ja das. Na? Da unten im Hellen ist es natürlich. Ja, also ich dachte, man könnte hier vielleicht mal irgendwie so eine Art Portalhäuschen hinbauen. Warum eigentlich nicht? Das müsste man halt so machen, dass man halt relativ sicher ist. Ich dachte halt, hier draußen irgendwie hinbauen, da fiel mir ein, aber manchmal weiß man ja im Nether nicht, wann man zurückkommt. Dann kommt man ja mitten in der Nacht raus und wird dann erschossen oder so. Wollen wir ja nicht. Dann da unten in der Höhle finde ich nicht so originell, sag ich mal. Da ist es ein bisschen sicherer, weil es da auch nachts immer hell ist. Aber hier ist vielleicht mal so eine Art. So ein kleines Portal, irgendwie nett, gemütlich, mit bisschen Holz. Ja. Eine richtige Bauidee habe ich nicht, aber ich fange einfach mal an. Dafür muss dieser Baum hier mal weg. Ich glaube, das stört mich. Ein bisschen sumpfartig mäßig machen. So ein bisschen Sumpfkrautlagermäßig vielleicht. Hier haben wir auch Ton, ne? Tonerde, das ist auch cool. Das ist aber auch cool. Das ist aber sehr gut. Ja, ich hab mich mal beschwert, ne? Hab gesagt, Ton gibt's so wenig immer noch, dabei ist das so schön, wenn man den Ziegel brennt. Ein schöner Baustoff, ja, aber habe ich dann direkt wieder Ärger bekommen mit ganz vielen. Die sagten mir, hör mal, das ist einfach nur, du siehst das nicht, weil du, ne? Oh, vielleicht tauche ich auch mal wieder auf. Du siehst das nicht, weil das oft unter Wasser ist jetzt und viel mehr als früher, da es stimmt auch wirklich. Mir war immer aufgefallen irgendwie, dass da im Wasser was ist, aber ich habe da nie geschaltet von wegen, das ist Ton, ne? Ich dachte einfach, hier, das sind diese ganzen Bodentexturen, dieser verschiedenen Regionen hier, die Landschaftsregionen, Biome, ne? Und habe das gar nicht so richtig wahrgenommen. Und es stimmt natürlich. Man sieht, findet ja total viel Ton. Das finde ich super. Finde ich total gut. Ey, haust du mal ab. Gehst du mal weg. So. Hehehe. Tierquälerei hier. So, das hole ich mir auch noch. So, und dann müssen wir mal überlegen, wie machte man denn dann nochmal. Ich weiß das alles überhaupt nicht mehr. Oh, hoppla, ja, ist ja gut. So, mal überlegen. Die Saiblinge mal mitnehmen, die können wir auch verfeuern notfalls. Kann man auch als Brennstoff benutzen, auch am Anfang, wenn man anfängt zu Minecraft zu spielen, hat noch keine Kohle.
Kann man auch hier so Holz verfeuern im Ofen oder Saiblinge, alle möglichen Stangen, keine Ahnung. Ich baue hier einfach mal irgendwie gleich was aus Holz hin. Ich habe so viel Holz. So, fühle ich mich da schon ein bisschen besser. Holz und Zäune brauche ich erstmal. Treppenstufen könnte ich auch mal mitnehmen. Ach, guck mal, wie viel Fackeln ich auch da habe. Das ist super. Habe ich alles aus der Höhle und aus der Mine. Ah, Papier habe ich auch für Regale. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann nehme ich mal auch mal sowas mit. Einfach mal so ein bisschen Material. Habe ich auch noch Baumstämme in anderen Farben? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ah, ich hätte gerne jetzt doch Pinienholz für. Pinienholz für. Diesen, ja, Tempel des Portals. Keine Ahnung, wie ich den nenne. Was ich da überhaupt vorhab. Ist gerade wieder so ein spontaner Moment. Ich stelle mir mal kurz hier noch eine Axt her. Gott sei Dank weiß ich ja inzwischen, dass wir hier einen schönen, ganz wunderbaren, das können wir noch hier lassen. Das auch. Ne, das Obsidiane. Obsidian lasse ich aber jetzt auch trotzdem mal eben hier. Solange ich da hinten nicht zu Rande gekommen bin. Ja, ich bin jetzt wieder voll am Denken. Und mir fällt trotzdem nichts ein. Das ist immer das Bedauerliche dabei. Aber wie war das nochmal mit dem. Wie war das denn nochmal mit dem Ton? Wurde der einfach so gebrannt? Ja, ne? Und da kriegte man Ziegelsteine und die kann man wieder kombinieren. Da kann man dann Ziegelblöcke draus machen, oder wie? Augenblick, wir haben das gleich. Ja, genau. Hau ich die mal alle hier rein? Oder war da noch ein anderer Trick? Es ist natürlich auch so, dass ich sehr viel im Creative Mode mache. Da gewöhnt man sich diese ganzen Rezepte ab. Ja, das brauchen wir nicht. Das ist einfach nur ein Clay Block. Das ist Quark. Das brauchen wir nicht. So. So ist es schon besser. Kann das hier mal ein bisschen brutscheln. Ah, keine Ressourcenkiste mehr hier. Okay. Ich hole mir ein bisschen Pinienholz. Was sagt denn die Uhrzeit? Das ist suboptimal. Das ist suboptimal. Dann sollten wir lieber vielleicht nochmal eben kurz noch ein paar Tiere züchten, irgendwas hier in der Nähe machen. Und dann kann man das ja auch in der nächsten Folge angehen mit den Pinien. Jetzt ist es irgendwie zu spät. Das ist, bringt nichts. Wenn ich jetzt losrenne, komme ich nicht heil zurück. Kommt, jetzt mal alle hier ran. Schweinereien machen. Haha. Ihr auch. Kommt mal her, ihr Kühe. Kommt. Komm her. Aber keine Sorgen. Und da könnte ich auch noch ein bisschen scharfe Scheren gehen. Geh mal weg da, bitte. Lass mich da rein. Das ist sehr klasse. So, das gefällt mir. Da muss ich mich jetzt allerdings wieder so dran gewöhnen, dass ich da erstmal auch wieder auf die entsprechenden Ideen komme. Ne? Normalerweise kommt man nie auf Ideen mit Wolle, weil man davon nie genug hat. Jetzt möchte man was haben, wo man dann wieder irgendwie Wolle gebrauchen kann. Was weiß ich, der schwarze Tempel oder so, oder der Schwarz-Weiß-Tempel. Super. So, es wird dunkel. Ich gehe schlafen. Sage auch schon mal Tschüss. Und dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und dann machen wir mal den komischen Portaltempel, von dem ich keine Ahnung habe, was ich da überhaupt vorhabe. Also bis dann.